Vor 10 Jahren wurde ein Film zum berüchtigsten Kultfilm aller Zeiten. In weiser Voraussicht nannten die Franzosen ihn ein Meisterwerk. Der Name dieser Kinolegende war Der Angriff der Killertomaten. Er war dämlich billig und ätzend wie ein Häufchen dampfende Hundekacke. Viele sagten voraus, er würde höchstens die Schmeißfliegen interessieren, aber niemals das Publikum. Jetzt dürfen die Klugscheißer mit einer neuen Prognose rüberkommen. Denn hier kommt die Fortsetzung, die Rückkehr der Killertomaten. Und die ist viel besser, was ja auch keine Kunst ist. Erinnert euch, vor 10 Jahren war die Menschheit der größten roten Bedrohung aller Zeiten ausgesetzt. Den tödlichen, gnadenlosen Killertomaten. Wir wurden nur durch den Heldenmut einer Handvoll tapferer, untalentierter Schauspieler gerettet. Du, Blau? Nein, sie sind wieder da. Diesmal werden wir nicht wieder versagen. Ein wahnsinniger Wissenschaftler. Meine Tomaten. Habe ich so vorprogrammiert, dass sie jeden Menschen ersetzen können. Und sein perverser Gehilfe verwandeln verbitterte und geistig minderbemittelte Tomaten in eine Killerarmee von hirnlosen neonazistischen Gemüserambos. Auch dieses betörende Geschöpf entsprang seiner teuflischen Hexenküche. Sie und ihre Artgenossen drohen, die Welt zu überrennen. Willst du mit mir Liebe machen? Ob ich mit dir lieb? Ich koche 815 internationale Gerichte und kenne alle gebräuchlichen Haushaltsgeräte. Sie sehen die unglaublichsten Scheußlichkeiten. Ich sehe nicht, was das alles ist. Was Sie nicht sehen, sind Ihre Füße. Wissen Sie, was eine fette Kuh ist, oder muss ich Ihnen das sagen? Sie sehen, was Produzenten alles aufreißen können, wenn sie nur den richtigen Dreh dafür finden. Dieser Film hat mehr Lacher als Out of Africa und ist schwuler als der Kuss der Spinnenfrau. Hallo? Siehst du, die Frau meiner Träume ist ein gewöhnliches Gemüse. Ja! Sie! Ihr werdet nicht glauben, was sie mit einer Stimmgabel und 6 Milchflaschen anstellen darf. Die Rückkehr der Killertomaten. Ich würde sagen, es ist ein Lernprozess.